schon wieder los. Und vorsichtig die Daumen, ne? Ja, keine Musik. So, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es um Hauptlagerböcke an einem 5-Zylinder Audi, der neue DASA Alublock, den wir mit den The Tuner Hauptlager Stahlböcken versehen. Dafür werden wir gleich an das Hauptlagerbauwerk gehen und unsere neuen TESA elektronischen Anzeigegeräte testen. Und vorab, bevor wir die draufschrauben können und bohren können, weil hier haben wir ein... Es ist einfach blöd zu bearbeiten. Also Honen ist eine Katastrophe, wenn man eine Mischung hat aus Aluminium und hier so einen hochfesten Stahl. Wenn ich das nicht genau genug gebohrt habe und soll dann nachher noch 200 rausholen, kein Krampf, weil die Hohnalle will natürlich immer, die drückt ja gleichmäßig nach außen und nimmt natürlich viel mehr Material weg im weicheren Material. Und das ist unten der Block. Und dementsprechend ist das nachher, wenn man das nicht genau genug macht und man will dann noch 500 rausholen, hat man eine Bananengasse. Und die wollen wir nicht haben. Wir wollen ja eine gerade Gasse haben. Ja. Dieser Motorblock hat, glaube ich, nur 1000, 2000 Kilometer gelaufen. Deswegen nehmen wir die alten Hauptlagerschalen. Das sind diese rot beschichteten. Ich behaupte, es ist Ochsenblut, aber die von Audi sagen, nein, das wäre was anderes. Was ist Ochsenblut? Du kennst kein Ochsenblut? Nö. Also einer meiner Wohnungen früher. Am Borsigplatz habe ich gewohnt mit so alten Wohnung mit 3,50 Meter Decken und unten der Boden war ein Dielenboden, wie früher eben gemacht. Und diese Holzboden wurden mit Ochsenblut gestrichen als Versiegelungssache. So nannte sich das, Ochsenblut. Das habe ich abgeschliffen, neu versiegelt und daher habe ich diesen Begriff Ochsenblut kennengelernt, weil der aus dem Parkettladen sagte mir, oh, da haben sie mal einen ganz alten noch mit Ochsenblut gestrichen. Blut ist ja meistens rot. Und wieso man Ochsenblut nimmt, kann ich dir nicht sagen. Vielleicht nimmt man auch Papageienblut oder Hundeblut. Eher weniger, glaube ich. Mann, lenk doch nicht ab. Ich wollte doch gerade hierzu was erzählen. So, also, wir nehmen, der Motor hat nur circa 2000 Kilometer gelaufen. Also sind die Hauptlager sehr gut. Denn so eine Hauptlagerschale kostet das Stück, ich glaube, 25 bis 30 Euro. Ne? Krass. Ne? Deswegen versuche ich die alten Lagerschalen zu nehmen. Man kann es ja schnell durchrechnen. 5 Lagerstellen mal 2 Lager, 10 Stück mal 30 Euro, 300 Euro nur mal eben für Lagerschalen. Und wenn sie wirklich nicht, wenn sie noch wie neu sind, dann kann man sie auch benutzen. Die Welle habe ich hier, den Block habe ich hier. Und bevor ich die Hauptlager draufschraube, die neue, und bohre, muss ich erstmal wissen, in welchem Bereich ich die Gasse nachher bohren muss. Dafür nehme ich die alten Lagerschalen, die alten Böcke. Wenn wir sowas verbauen, dann nehme ich immer meine Stehbolzen. Also nicht die Originalschrauben, sondern die Stehbolzen. Damit ziehe ich jetzt mal 2 Hauptlager an. Messe, wie viel Spiel ich habe. Wenn das Spiel passend ist, nehme ich die Lagerschalen raus, messe die Grundbohrung, weiß, wohin ich die neuen Böcke, in welche Richtung ich die Grundbohrung bohren muss. Dann noch auf dem Block selber sind ja so Kennzeichnungen drauf. Die finden wir hier an dem Block. B, 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 B und B. Also ich nehme mal ganz stark an, das ist für die blaue Lagerschale. Und wenn hier die Bs sind, G gibt es auch für Gelb, Violett habe ich vergessen in Kürzel, kommen hier unten die blauen Lagerschalen rein. Und an der Kurbelwelle gibt es das gleiche, die hat zufällig auch B, 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 B. Das heißt, die Lagerschalen sind an jedem Zapfen gleich. Ich habe die Bügelmessschraube genommen, bin auch einmal abgegangen. Die sind relativ gleich. Ich finde, dass hier rein mit dem Widerstand gemessen, einmal eingestellt, habe ich leichte Differenzen mir fehlt das technische Wort dafür. Flutschigkeit ist ganz bestimmt kein technischer richtiger Ausdruck. Ne? Von der Gleitreibung her, ja, sind sie für mich ganz leicht abweichend, aber immer noch unter 5000stel. Also weiß ich, mal gut, alle Lagerschalen sind gleich. Ich kann sozusagen jetzt anfangen und fange an mit Hauptlager 1 und Hauptlager 5. Die nehme ich einfach nur, weil da ich weniger zu schrauben habe. Guck mal, Janis. So ein Bock in der Mitte muss natürlich hier geschraubt werden, plus die Seitenverschraubung.
Die beiden äußeren haben das nicht. Also, um einmal zu messen, wie viel Spiel wir haben, nehme ich einfach die äußeren. Ich nehme zwei zur Kontrolle. Ne? Bei einem, wenn man sich da mal vertan hat, wie auch immer, wenn man zwei gleichmäßig sich vertan hat, das ist sehr unwahrscheinlich. Also, wenn ich jetzt eine Abweichung dort habe, weiß ich jetzt schon, oh, da habe ich was falsch gemacht. So, ich habe das Spiel gemessen, die Grundbogen gemessen. Ich möchte gerne vom Spiel ein bisschen kleiner werden, denn Alublock dehnt sich stärker aus. Also möchte ich gerne auf 3,5 Hundertstel zum Spiel ungefähr kommen. Also mache ich die Grundbogen jetzt 1 Hundertstel kleiner, als was diese Originalbohrungen gerade sind. Ja, Originalböcke runter, The Tuner-Böcke drauf. Ganz interessant bei den Tuner-Böcken ist ja auch, die haben die Lasergravierung wie die Originalen. Das ist als Verzahnung angedacht, sozusagen, dass das Material sich besser im Aluminium festkrallt. Ganz cool gemacht. Ja, das mache ich jetzt, die schraube ich drauf und dann sehen wir uns am Hauptlagerbohrwerk. So, der Block ist auf dem Hauptlagerbohrwerk. Die Messuhren habe ich eingestellt. Es passt das erste Mal, passt es. Guckt das mal an. Hier die Messspitze ist drauf und kann ich bewegen. Und ohne zu verstellen ist hier auch die Messspitze. Das ist schon mal sehr gut. Und jetzt haben wir hier die Anzeigegeräte und wir sind gerade auf Mikrometer. Hier zum Beispiel haben wir minus 50 und hier plus 200. Also drehe ich den, ja, mach ich mal so, dann nulle ich das mal schnell. Gehe wieder zur Sonnenseite. Oh! Dass ich jetzt hier 10 μ daneben bin, also 1 Hundertstel ist ein Glücksgriff. Also das war nicht geplant. Gut, nächste Seite. Leider ist das, wenn ich jetzt diese Seite einstelle, verstellt sich diese Seite auch. Denn wenn ihr euch vorstellt, wir gehen auf diesen Punkten, diese sind feste. Wenn ich den Block hier so verstelle, so verschiebe auf dem Bock, dreht sich das um diesen Bock ein bisschen und dementsprechend geht das Teil ja auch raus. Also es ist nicht so perfekt. Da sind noch ein paar Verbesserungsmöglichkeiten an der Maschine, wie zum Beispiel, guck mal hier, hier ist die Klemmschraube hier unten von dem Bock. Und hier sind die Einstellschrauben für seitlich und hoch. Und wenn du jetzt auf die Anzeige drauf gehst und ich die Klemmschraube ein bisschen verändere von der Anzugskraft, siehst du, verändert sich das sofort. Und wenn ich die Höhe einstelle, automatisch mit mehr Spannung auf die Schraube ausgelegt, ausgeübt und ja, es ist, also dieser Mechanismus funktioniert zwar, aber er ist noch nicht perfekt. Wäre mal so eine Aufgabe für die Zukunft, das hier noch mal ein bisschen zu verbessern. Das würde das Einstellen nämlich deutlich vereinfachen. Ja, das gleiche mache ich jetzt auf dieser Seite. Hier habe ich 200 μ, 230 μ, aber hier fast 0. Also, und ich möchte den Block nicht genau ausrichten, dass diese Stange genau zentrisch von dem unteren Hauptlager ist. Der obere ist ja klar, der hat ja Übermaß. Der ist, wenn ich hier reingehen würde, sieht man sofort auf der Uhr und flupp, flupp, ne, sieht man sofort 3/10 Untermaß hat die Lagerschale im Radius. Du machst jetzt einfach? Ich richte die aus, aber ich versetze die Bohrung um 5 Hundertstel nach unten, sodass ich ganz klein bisschen hier unten im Grund schneide, weil ich muss ja die Bohrung auch ein bisschen kleiner machen, haben wir gesagt, 1 Hundertstel. Wenn ich die, also diese Bohrung komplett hier nehme und obendrauf das genau spiegelverkehrt drauf bohre, dann habe ich die gleiche Bohrung wie vorher. Was auf jeden Fall sein wird, dass an der Seite von diesen Böcken leichte Schatten sind, wo der Stahl nicht genommen hat, weil an der Seite, egal was ich mache, ich kann ja das Maß nicht verkleinern.
Ich kann ja nur das Maß verkleinern, indem ich ein bisschen nach unten gehe und hier aber deutlich weiter runter gehe als dort. Ja, jetzt richte ich soweit aus den Block und dann sehen wir uns beim Bohren wieder. Oh, fertig ausgerichtet. Komm mal hier hin. Ich bin jetzt 400stel tiefer und zur Kontrolle drücke ich einfach auf diese Stange. Und wenn du dann da guckst, siehst du, ich gehe in die richtige Richtung. Ich will ja runter. Das gleiche bei der anderen Seite. Funktioniert auch. Also 40 μ sind 400stel Millimeter. Zur Seite hin bin ich bei beiden Seiten bei 0 und die andere Seite auch 0, so ungefähr 0. Was denn? Ich bin hier raus, deswegen. Ach, oh. Keine Bange. Siehst du da? Nicht ganz 0. 6000stel Millimeter. Aber auf der anderen Seite, ja, siehst du. Ein Tausendstel daneben. Das ist schon krass, diese Anzeigegeräte, wie genau die sind. Ja, ich bin zufrieden, hat sehr gut funktioniert. Jetzt geht es ans Vorbohren. So, ich habe jetzt alle Hauptlager vorgebohrt auf ungefähr 1/10 Durchmesser vom Endmaß. Habe jetzt den Stahl soweit eingestellt zum Schlichten. Jetzt kann ich sozusagen die Stange noch variieren, auf die Position packen, hinten arretieren, Gerät starten. Ich drehe ungefähr so mit 240 Umdrehungen und jetzt mache ich einen Vorschritt an. Dafür nehme ich immer eine ganz frische Wendeschneidplatte, weil dann die Oberfläche doch deutlich besser ist, als wenn ich mit der Platte vorgeschrubbt habe. So, durchgebohrt habe ich. Jetzt nehme ich den Schneidring ab. Das ist das Schöne an dem eigentlich. Der Durchmesser ist eingestellt und egal, wo ich diesen Ring montiere, ist der Durchmesser im 100stel Bereich genau genug. Ja, die anderen hatte ich eben schon gebohrt. Da, ja, da muss man sich ganz schön konzentrieren. Deswegen habe ich Jannis mal weggeschickt, weil ich diese Bohrung erstmal hinbekommen muss. So, Stange raus. Bock ab. Und dann bin ich ja mal gespannt. Ne? Oberfläche sieht gut aus, ne? So, dann messe ich mal durch. Ein halber ist noch drin. Fast null. Hier bin ich eigentlich fertig. Auch fertig bei null. Auch null. Minus 1, der vorne ist auch minus 1. Das heißt, die äußeren beiden bohre ich jetzt noch einmal frei durch, um zu gucken, ob ich den 100stel rausbekomme. Alternativ muss ich ganz vorsichtig den Durchmesser noch ein 100stel Stahl dazustellen. Das ist aber immer schwierig. Die Zerspaner wissen es.
Ein Millimeter abnehmen ist viel einfacher als ein Hundertstel abnehmen, weil der Stahl reibt manchmal nur darüber und will nicht richtig schneiden. Ja. So, ich habe jetzt die Hauptlage eingebaut, die Maße der Kurbelwelle auf die Innenmessuhr übertragen und gucke jetzt einmal, was wir haben. 300stel, 300stel. Na, komm schon. 3,5 Hundertstel. Also alles im Rahmen, alles gut. Dreihundertstel. 300stel, 3,5 Hundertstel. Sehr gut. Ich würde sagen, 300stel hört sich ja wenig an. Ich finde es okay. Wir bauen jetzt einmal die Kurbelwelle zur Probe ein, lassen sie drehen und gucken, ob es alles freigängig ist. Mit welchem Öl? 0W20. Das Öl, was eigentlich niemand haben will, hier perfekt für diese Sache. So, wir sind soweit durch mit der Arbeit. Hauptlagerspiel gemessen, passt. Kurbelwelle eingebaut zur Probe mit 0W20 Öl, das ganz leichtgängige. Welle dreht sich ganz gut. Man merkt, ich habe gerade geguckt, Dani hat die Welle auf 100stel Schlag gerichtet. Und es bedeutet, man hat eine Stelle, die leichtgängig ist und eine andere Stelle, die ein ganz klein bisschen schwergängiger ist. Hier ist eine Stelle, die ein bisschen schwergängiger ist und dann ist es wieder leicht. Das ist, weil die Welle ein bisschen durchgebogen ist. Und die Lagerschalen, die Hauptlagerschalen, die Bohrung ist ja nicht kreisrund, die ist ja auch ein bisschen oval. In der Höhe haben wir 3 Hundertstel, in der Breite haben wir 5 Hundertstel Spiel. Und immer wenn die Welle in den 3 Hundertstel her möchte, dann ist sie ein bisschen enger, als wenn sie weitergeht zur Seite, wo sie die 5 Hundertstel hat. Wenn man sie dann aber schnell dreht, dann passiert genau so ein Effekt, die Welle stabilisiert sich. Das Ölfilm schwimmt nur noch auf dem Ölfilm und ich behaupte mal, die Welle wird sogar dabei beim Drehen gerade. Diese 1/100stel wird immer durchgehend gerade gezogen. Weil wie man sieht, ne, wie die sich dreht, ohne Probleme. So. Soweit, so gut. Die Arbeiten, die wir gemacht haben, die Hauptlagerböcke kosten 950 Euro bei der Tuner. Und bei mir die Hauptlager-Stehbolzen, meine kosten 300 Euro inklusive den ARP-Seitenschrauben. Die Hauptlagergasse bohren kostet 650 Euro. Und das Hauptlagerspiel anpassen, was wir dann auch gemacht haben und einbauen, kostet um die 200 Euro. Das war es soweit. Ich habe die Dinger fast immer vorrätig. Wenn ihr also einen Daser habt, der verstärkt werden soll, meldet euch. Und im nächsten Video kommt, wie buchsen wir den Motorblock aus. Bis bald. Tschüss. Was? Was fährt? Also wenn ich jetzt mal meine Aufgabenkiste nehme und die Zeit, die ich gebraucht habe, habe ich Feierabend. Die Zeit, die du gebraucht hast oder die Zeit, die veranschlagt wurde? Das muss auf jeden Fall raus. Der Chef rechnet eben nicht damit, dass man so übermotiviert ist. So. Alle Hauptlager habe ich vorgebohrt auf ungefähr 1/10 Durchmesser vor Endmaß. Jetzt habe ich den Stahl soweit eingestellt, um noch einen 0,5 Hundertstel drin zu haben fürs Honen nachher. Plus, minus natürlich im halben Durchmesser auch Blödsinn. Mal von vorne. So, ich habe alle Hauptlager vorgebohrt. Dann rappelt das hier so, da so ein bisschen. Und. Die Kamera ist schlecht.
Kammer beschlägt. Schaum. Schaum. Pflaum. 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 Pflaum.